herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und wir arbeiten uns weiter durch die neuen Stadtsets von LEGO für 2021 und das größte davon, das ist das Stadtzentrum mit Madison und Shirley, wie wir hier sehen und einiges drumherum, da ist inklusive Feuerwehr, Polizei, quasi alles dabei, was man sich, glaube ich, zumindest im Großen oder vielleicht auch im Kleinen bei so einem Stadtzentrum wünschen würde, aber reicht das? Und das werden wir gleich erkunden, insbesondere reicht es, um 100 Euro zu rechtfertigen. Das kostet nämlich dieses Set. Für 790 Teile wäre das ein Teilepreis von 12,7 Cent. Da steckt keinerlei Lizenz hinter. Es ist natürlich wieder mit den neuen Stadtplatten ausgestattet. Und die sind bekanntlich einigermaßen umstritten, wie ich bei meinem ersten Video zu dem neuen Stadtsystem hier gesehen habe. Deswegen will ich heute auch nochmal ein paar andere Autos über die Straße schicken, dass man auch ein bisschen mehr noch einschätzen kann, wie diese Breite hier zu beurteilen ist. Aber da kommen wir am Ende nochmal zu. Da sind sie, die neuen Platten. Das hier ist ganz eindeutig natürlich ein Spielset für Kinder ab 6, 7 Jahre. Und so sollte man es wahrscheinlich auch erstmal beurteilen. Inklusive auch immerhin wieder eine ganze Reihe von Anleitungen, die es ermöglichen, ja, gemeinsam zu bauen in der Familie. Und dann haben wir noch die Sticker. Das ganze Set erscheint am 01.01. Offiziell ist aber teilweise schon in Linie. Jo, und nach ungefähr so 2 Stunden Bauzeit haben wir dann das komplette Stadtzentrum vor uns. Die pulsierende Metropole, so wie sie sich LEGO zumindest vorstellt. Jo, so sieht sie aus. Und was kann sie für knapp 100 Euro? Das sehen wir jetzt. Was man LEGO zugestehen muss, ist, dass sie versucht haben, in dieses Set wirklich sehr viel Leben aus der Stadt hineinzuknallen. Wir haben da nämlich den Verbrecher, den haben wir hier. Wir haben die Polizei, wir haben die Feuerwehr, die einen Brand löschen kann. Wir haben was, ein Restaurant, wir haben ein bisschen Hobby. Wir haben Autos, Laster, Recycling, Kinder, Familie und. Ja, es ist eine Menge los, inklusive auch einer Waschstraße. Ja, dann schauen wir doch mal. Was ich schon mal sehr cool finde, allerdings ist auch nicht das erste Mal, dass wir es haben, ist ein Baby im Babybjörn. Also sprich so eine Tasche, die vor der Brust hängt. Und ja, muss man auch immer erst lernen. Aber dann ist es auch sehr praktisch, wenn man es hat. Und geht allerdings auch nicht bis zu jedem Alter. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Da hängt das Baby. Da, weiß nicht, passt da auch, da muss ich gleich mal gucken, passt da auch The Child rein? Naja, wir gucken gleich mal, wenn das der Mandalorian gewusst hätte. So, Achtung, wir kriegen das Baby da auch wieder raus. Das ist immer so ein Gefummel und es will nicht. Doch, jetzt und ohne Schreien, da ist es, das Baby. Ja, eben Baby, nicht? Da passt es rein. Und da hat Mami das hin. Wir könnten es ihr theoretisch auf den Rücken hängen. Ja, Mami kann nur fröhlich, natürlich als ausgeglichene Mutter geht das nur so. Und, aber das Kind können wir gleich auch noch zum Spielen reinsetzen, das machen wir gleich mal. Zuvor einmal den Verbrecher, also ein 0815 Verbrecher, der hat ja auch irgendwo noch sein Brecheisen. Das kommt nachher nochmal zum Einsatz. Ja, also so wie wir es schon viel kennen. Dazu die Polizei, umweltfreundlich auf dem, ja, so ein BTX-Rad, auf dem Fahrrad und mit immerhin stylischer rosa Brille, nein, orangene Brille, dann noch ein Helm und auch nur ein Gesicht. Ja, einfach. Warum einfach, wenn es auch einfach geht? Ja. Dazu passen haben wir eben nicht nur die Polizei, wir haben auch die Feuerwehr. Das ist die Dame hier. Wobei, ist es eine Dame? Doch. Aber sie hat schon ein bisschen was vom Feuer abgekriegt. Oder was sind das da für Spuren im Gesicht? Tja. Also auf jeden Fall Feuerwehr. Und sie kann auch doppelt, aber ohne Ruß. Ach, das wird wahrscheinlich Ruß sein, oder? Einmal ohne Ruß, einmal mit Ruß. Inklusive, sie hat aber doch das coolere Motorrad. Da, wo die Polizei ja, mit normaler Fußkraft ran muss, darf sie dann auch stylisch mit so einem Ding rumfahren. Hat hinten eine kleine Lampe, naja, also was angedeutet. Und damit wird gelöscht. Das ist so ein Shooter hier. Zack, Bums, Kralera. Und dann können wir gleich auch mal in Ruhe hier Feuer löschen. Das machen wir auch noch. Dann haben wir hier zwei Kämpfer, die beiden hier, die haben auch ihr kleines Studio da, wo sie Dojo, glaube ich, lernen. Oder Dragon Dojo heißt das Ganze wohl. Also, ja, eben irgendwie nicht Karate, ich bin ja gesagt, mit Schwertern. Also Schwertkampf lernen sie und haben deswegen auch so Schutzwesten an. Und wir werden gleich sehen, die Helme, die sind da oben mit drin. Ja, da sehen wir es. Kann er denn wenigstens noch ein bisschen was anderes? Nö, da ist einfach. Ah, sie darf sich noch freuen. Das ist doch schön. Haha, guck mal, kitzelt das schöne kleine Schwertchen da. So,
Wobei ich bei ihm cool finde, dass das immerhin auch hier ins Beinkleid mit übergeht. Hier sein Anzug, da sehen wir es, nicht an den Seiten, aber hin vorne ist es bedruckt, hinten nicht mehr. Nö, da ist dann einfach. Dann haben wir hier die Inklusion, das heißt, wir haben hier einen Blinden mit blinden Hund. Ja, und dann ja, sollte er hoffentlich sicher über die Straße geleitet werden. Karohemd und Kinder noch zwei Gesichter. Nee, das ist nur mit Sonnenbrille und der Hund im Geschirr. Hier können wir also ganz einfach da reinklicken, können wir ihn auch wieder rausnehmen. Das ist eine von zwei mit Namen. Das hier ist nämlich Shirley. Madison hatten wir gerade eben schon gesehen, das war die zweite mit Name, das ist nämlich das kleine Mädchen hier. Die hat wohl aus Lego City Abenteuer Serie, der TV-Animationsserie, auch einen Namen. Die habe ich da irgendwie noch nicht kennengelernt. Shirley. Shirley hat was Großes in der Hand. Hier nämlich so eine Fernsteuerung. Die ist wirklich wuchtig, größer als ihr Oberkörper, wenn man das mal vergleicht. Da ist so ein Joystick dran und ja, Shirley ist überzeugte Brillenträgerin. Macht nichts, habe ich auch. Rot geschminkte Lippen und ich sage ja mal Nana Muscuri, aber ich bin mir gar nicht sicher, wer diese Frisur genau hatte. Macht aber nichts, sie hat den großen Wagen. Dafür ist nämlich die Fernsteuerung dabei, damit sie aussteigen kann und damit nämlich diese Recycling-Kisten da hinten einsammeln kann. Die waren übrigens im Rahmen des Spielens meines Sohnes. Der hat damit nämlich schon ein bisschen hantiert und ein- und zweimal zerlegt. Aber das Highlight von ihm, für ihn waren eigentlich die da hinten. Aber das gucken wir uns ja gleich noch an. Hier haben wir auf jeden Fall einen Wagen vom Recyclinghof. Das heißt, hier passen auch diese Packungen hier rauf. Ja, da haut er mir hier schon ab. Also hier kann man den dann draufsetzen und den anderen auch. So, ja. Hier hat er eigentlich noch so einen, ne, wo haben wir den? Der ist mir jetzt hier irgendwie gerade verschütt gegangen, macht aber nichts. Beim zweiten ist er noch. Hier, da ist noch der hier, der ist bei dem anderen normalerweise auch dran. Muss ich meinen Sohn mal fragen, wo er das hat. Und das kann nämlich hier einhaken. Und dann, Moment, jetzt wird es gerade krummelig. Achtung, so, schon können wir ihn hier, da sehen wir es, herumfahren. Ja, super, das ist super. So, genau, diese, ach, wenn wir schon mal dabei sind, nicht, dann können wir es jetzt ja auch nochmal zeigen. Die finde ich schon deswegen cool, während wir hier nochmal einmal einen Blick reinwerfen, dass da drin nichts los ist und ansonsten das eben so ein normaler 0815-Wagen ist mit Kron. Das Coole an diesen Teilen ist, dass sie hier nämlich gleich so ein Einfüllstutzen haben für das Passende, was da rein soll. Hier zum Beispiel, das ist ja für die Flaschen und wir haben hier drei Flaschen bereit, die wir jetzt hier einfach, na, da sehen wir es, reinschmeißen können. Klick hat es gemacht und hier hinten können wir es dann wieder rausholen. That's magic. Genau. Und das Gleiche können wir auch mit den, hier haben wir es, haben wir auch gleich noch ein bisschen Papier hier, nämlich Restpapier, das Recyclingpapier. Da haben wir dann den Längsschlitz, da passen die Dinger dann rein. Einmal rein und wieder hinaus. Ja, so einfach ist Recycling. Wen ich noch vergessen habe, das ist unser Pizzameister hier, der Koch. Der hat auch noch eine Pizza, ja, so eine riesen Kelle. Die ist hier noch dabei, hat eine Pizza hierbei. Und wir werden sehen, eine folgende Überraschung wartet auf ihn noch im Laden. Wir müssen ja irgendwie auch unsere Feuerwehrfrau da noch in Aktion bringen. Ja, also, schöne Mütze, ne? Genau. Und schließlich und endlich noch ein Auto. Aber ein wirklich kleines, das ist ein E-Auto. Deswegen hier vorne nämlich die Noppe. Wir haben nämlich da hinten, sehen wir uns gleich genauer von der Nah vom Nahen an, noch eine E-Ladestation. Ja, es wird modern und da können wir die nämlich dann einfach ranklicken. Ja, ansonsten, mehr als ein Steuerrad ist auch nicht drin. Und hier sehen wir leicht schief aufgeklebten Aufkleber. Die Nummer, das ist die Nummer von dem Set. So, und dann wollen wir mal das Straßenleben ein wenig erkunden. Wir fangen hier vorne an. Erzählte ich ja, da ist die E-Ladestation. Mit alles, was wir hier sehen, ist natürlich Aufkleber. So, wir können hier das abnehmen und dann könnten wir das hier eben ranstöpseln. Und dann hat er hier sogar seinen Parkplatz und kann dort laden. Dann haben wir hier so eine kleine Parkecke. Ja, mit einer Bank und ein bisschen was Grünem. Aber das Coole finde ich eigentlich dieses Fahrgeschäft hier oder dieses Schaukelteil für Kinder. Da haben wir das Baby mal wieder reingesetzt. Und wir sehen hier, wir können zumindest wackeln. Da sehen wir, wackel, wackel, wackel. Und bis einer bricht. Ja, nicht kompliziert gebaut und nicht wirklich jetzt ein riesen Mechanismus dahinter. Aber es wackelt, wackelt, wackelt. Apropos wackeln. Wir haben wieder die schöne massive... Schön, ja, da gab es ja einige schon an Diskussionen, zumindest die massiven Straßenelemente. Meine Erstvorstellung davon, da gab es viel, viel
unterschiedliche Reaktionen, auch sehr viel Negatives, was ich auch gut nachvollziehen kann, was insbesondere die erhoffte Kompatibilität vielleicht mit den alten Systemen oder damit auch einhergehend mit den Modular Buildings angeht und was auch den Preis angeht, wobei da muss man natürlich erstmal gucken, wo der sich nachher einpendelt. Hier haben wir jetzt auch, wie wir sehen, immerhin einige von diesen Straßenelementen drin. Auch hier diese Teile hier, das hier haben wir auch so Rampen. Da wurde auch gefragt, wozu sind eigentlich diese Rampen? Die hat man doch nachher, wenn man eine große Stadt hat, ständig über. Ja, aber man muss ja auch dran denken, das ist ein Set, das sich an Kinder richtet. Und die kaufen sich vielleicht jetzt nicht Tausende davon, sondern tatsächlich nur so ein Set. Und dann ist schön, so eine Rampe zu haben, damit das Auto eben auch bequem hier auf die Einrichtungsgegenstände, die da sonst irgendwie jetzt drumherum liegen, bei mir privat, den Tisch oder die alles, was da sonst ist, an Teppich, dann runterkommt. Also das finde ich ganz okay, dass man das dann auch hat, um das Spielvergnügen nicht hier, hier sei hier auch Spaß eine Mauer, also da dann enden lässt. Aber ja, nichtsdestotrotz hat es eben seine Vor- und Nachteile. Vorteil, man hat ein bisschen mehr Flexibilität. Was die Straßenbreite angeht, wird es allerdings problematisch. Man kann aber immerhin, wenn man will, eine mehrspurige Autobahn daraus bauen. Das geht, diese Elemente, da kann man ja dann was anderes reinklicken, in diese auch. Ne? Das sieht man, es gibt dann hier auch diesen Zebrastreifen-Element. Wobei ich hier das Falsche reingetan habe, sehe ich gerade. Da haben wir auch noch, könnte noch so ein Zebrastreifen-Element gleich rein. Und dann, ja, kann man es eben so bauen, man könnte es auch anders bauen. Die Teile hier werden hier einfach nur rangesetzt. Ich habe das ja auch gezeigt. Ich kann gleich auch noch mal ein paar größere Wagen da durchschicken, aber wir sehen immerhin, das, was mitgeliefert wird, das passt einigermaßen. Wobei der dann schon aufpassen muss, wie es hier mit seinen, mit dem Außenspiegel ist. Da kann das dann schon eng werden. So ein schnuffiges kleines E-Auto, das hat genug Platz, ja. Aber bei dem wird es eng und wenn ich da jetzt nachher mal so einen Creator-Wagen durchschicke, werden wir gleich mal machen, dann ist aber definitiv zu hängen. Dann muss man vielleicht so eine ganze Platte nehmen, dann, keine Ahnung, baut man eben als Verbindungsstücke die hier und dann hat man eine Riesenstraße. Also das Gänge, ja, sieht aber dann auch wirklich sehr bulldozerig aus. Ja, gut, das nur ganz kurz dazu. Um die Dinger hier rauszuholen übrigens, muss man eben irgendwas ja, langes, spitzes, muss nicht mal ganz spitz sein, aber da wurde empfohlen, hier dann das Brecheisen von unserem Verbrecher zu nehmen. Kann aber auch jedes andere etwas längere Teil sein. So, dann gucken wir mal. Ne? Also hier haben wir den vollständigen Zebrastreifen jetzt und da geht es in die Pizzeria, auch mit Aufkleber garniert. Immer ganz schön hier dieser Steinweg, der dann hier zur Eingangstür führt und hier liegen schon mal ein paar Pizzakartons, Mülleimer und ein Schemel und das, was sozusagen jetzt hier unser Feuer ausmacht, sehr einfach und ja, nennen wir es einfach gemacht. Hier können wir aufrichten das Feuer, da könnten wir dann gegenschießen und dann kippt es um, wenn wir das entsprechend treffen, da können wir es wieder aufrichten. Das Feuer lodert so lange, wie wir es wollen. Ja, kleine Markise, wir drehen mal um, da ist ein bisschen was los, nur darf man hier natürlich nicht den Standard eines Modular Buildings erwarten. Hier haben wir dann den Ofen, da sehen wir es auch ein kleines Flämmchen da drin, eine Pizza ist da schon mal, eine Kasse, ja, da ist nicht viel los. Genauso hier oben, da sind unsere Helme nämlich, das ist da, wo unsere Schwertkämpfer ja, ihre Matte haben und da müssen sie schon ein bisschen zusammenkuscheln. Und es gibt noch so einen kleinen grünen Garten hier oben. Da kann dann unser Pizzabäcker die frischen, die frischen Kräuter sich dann rausholen. Genau. So, dann, das haben wir ja schon gesehen. Da fehlt immer noch der. Ach, da muss ich meinen Sohn mal fragen. Aber daraus kann ich immerhin, Vorteil, auch Teile sind zwar weg, andererseits kann ich sagen, womit hat mein Sohn besonders gerne gespielt? Und das ist tatsächlich die Stinger hier. Und er hatte einfach eine wahnsinnige Begeisterung daran, immer wieder diese roten Teile hier abzunehmen von dem Dach der Waschstraße, um sich daraus dann irgendwas anderes zu bauen. Also die hatten magische Anziehungskraft auf ihn. Gut, dass ich das jetzt nochmal zusammengebaut habe. Deswegen können wir uns jetzt einmal nochmal die Waschstraße angucken. Wobei in einem guten Haushalt kommt ja nichts um. Da können wir ihn wieder draufsetzen. So, Waschstraße. Die finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Hier sehen wir, naja, sie ist natürlich quadratisch praktisch gut. Aber wir haben hier einmal das Wasser, was dann, wenn wir da entsprechend einen hohen Wagen reinfahren, dann immerhin so ein bisschen wackelt. Und mein Sohn fand es besonders cool, diese Bürsten hier hinten auch immer wieder abzunehmen. Die sind da nämlich nur draufgelegt. Die könnten wir also jetzt hier einfach abnehmen. Da sieht man es. Aber wenn man da durchfährt, dann geht das nämlich hier auseinander. Und das liegt daran, dass es hier, da sehen wir es rechts und links, hier diese Weichgummiteile da hat. Da sehen wir es, genau. Und wenn wir da jetzt mit irgendwas durchfahren, dann, ja,
gut, sieht's fast so aus. Ja, mal gucken. Ja, siehst du, der kommt nicht oben ans Wasser, der kriegt schon mal nicht das Oberwasser, aber ja, da vorne kann er immerhin durch. So, und das wäre alles andere, wäre aber auch blöd. Zumindest unser Recyclinghofwagen, der passt da auch durch. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. So, und los geht sie, die wilde Waschfahrt. Ja, einmal passen, da bewegt sich auch oben was und da gehen die Bürsten, bewegen sich sogar mit, wenn man da richtig ein bisschen Speed drauf gibt. Träumchen. Na, gucken wir nochmal von hier raus. Wollen wir ihn nochmal sehen. Wenn wir schon was Spektakuläres haben, dann soll es auch gezeigt werden. Da läuft's super. Für die, die mein Straßenspecial nicht gesehen haben, ganz kurzer Blick auch nochmal auf diese Platten jetzt so, wie sie eben auch auseinandergenommen aussehen. Hier sieht man, da kann man eben Sachen dann abnehmen und dann draufsetzen oder hier auch diese Rampen ranbauen oder eben weitere Platten dann einfach anbauen, wenn es nicht gerade die halbhohen sind, wie zum Beispiel die alten Straßenplatten oder eben hier sowas raufbauen, Berliner Kissen oder sowas oder etwas, was nochmal wieder Noppen hat, um dann wie zum Beispiel beim Skaterpark dann Elemente draufzusetzen und hier hinten durch die Löcher sticht man dann, um die Teile wieder rauszuholen. So, dann wie versprochen, noch ein kleines Schaulaufen mit verschiedenen Autotypen. Da hätten wir zum Beispiel den aus der Ideas-Serie noch bekannten Ecto One, nicht der neue große, der passt dann natürlich nicht durch diese Schlucht. Und da sehen wir schon, räumen wir hier nochmal das Recyclingpapier rum, wer da wieder nicht aufgeräumt hat. Das passt so gerade, ja, so dazwischen, wird aber jetzt hier schon eng, ja, so. Doch, der würde genau noch gerade hier durchpassen. Ja, muss aber schon sehr so gucken, dass er nicht in den Gegenverkehr kommt. Etwas besser hat es da unser kleiner Geschenkewagen. Das sehen wir hier, der aus der Serie, beziehungsweise aus der Christmas-Serie war vor einiger Zeit. Der passt da sehr bequem durch. Und wenn wir jetzt noch aus der Creator-Serie hier den Wohnwagen nehmen, oh ja, der muss dann aber schon gucken, dass er da mit seinen Außenspiegeln dann auch vorbeikommt. Ja, es geht gerade, klar, wenn er einfach mittig fährt, komm, was geht mich das an hier, dann ist das alles kein Problem. Ja, genau. Natürlich, was auch gesagt wurde, richtig, auf den alten Platten lief das natürlich hier auch. Also das war ja, die Rollmöglichkeit ist hier natürlich genauso wie bei dem anderen. Also schlecht rollte es damals nicht. Nur hier, jetzt kann ich es bei dem Großen auch nochmal demonstrieren, ist es tatsächlich so, ne, wenn ich hier irgendwas anfasse, versuche das irgendwie im Ganzen hochzuheben, dann bricht es mir hier auseinander. Also das finde ich, ja, ist natürlich prinzipbedingt auch, aber ist vielleicht so im Spiel Spaß, wenn man das dann irgendwie schnell mal wegtragen will und nachher weiterspielen will, na, etwas schwieriger. Heißt natürlich, man muss zweimal gehen, aber das muss man Kindern auch erstmal verklickern, dass sie dann jedes Element kurz mal abnehmen, wegtragen, wenn die sowieso keine Lust haben aufzuräumen. Ich zähle aus Erfahrung. So, und jetzt wollte ich doch als Highlight dieses Videos auch nochmal zeigen, ob das denn mit dem Baby Björn und Baby Yoda auch klappt. Ja, ich weiß, der hat jetzt einen Namen, aber den will ich jetzt auch nicht verraten. Nicht jeder will es wissen. Ja, passt. Cool. Also, der Mandalorian, das ist aber, das macht es doch viel einfacher hier, oder? Ja, sollte man ihm vielleicht für die dritte Staffel. Dann ist das vielleicht eine gute Lösung. Anleitungen sind mehrere dabei, 5 Stück. Das heißt, wenn man will, kann man also parallel bauen mit der ganzen Familie. Wir fangen an, hier an, gibt es ein bisschen den Kleinkram, vor allem die Minifiguren und das Straßensystem. Dann Anleitung 2, da kommt unsere Waschstraße. Dann schließlich bei 3 wieder ein etwas kleineres Heftchen. Da haben wir den Wagen mit Shirley. Schließlich bei 4. Da haben wir dann noch ein bisschen dieses der Park und die Recyclingdosen da, die Kisten und schließlich und endlich die Container, dann das Häuschen noch, die Stadthäuschen, dieses kleine und die Pizzeria, die da drin ist. Jo, damit können wir Fazit machen. Per se ist es erstmal, wie ich finde, ein schönes Spielset für Kinder. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Steht 6+ drauf, richtet sich ganz eindeutig an Kinder und das erfüllt es, finde ich, sehr gut, weil es auch wirklich sehr unterschiedliche Szenen aus einer Stadt darstellt und damit auch den Spielspaß auf ganz unterschiedliche Sachen, von Verbrecherjagd bis Feuerlöschen, von Autoladen bis Autowaschen, von Recycling und Recycling wieder abholen und Hobby ausleben, sogar mit Schwertkampf und man kann sogar noch Mutter, Vater, Kind hier spielen. Also alles dabei, inklusive auch Inklusion mit dem Hund. Also ja,
Per se macht also dieses Set, wie ich finde, sehr vieles richtig. Und das habe ich auch beim Beobachten meines Sohnes festgestellt, der sehr gerne gerade mit diesem Recycling die Sachen hier reinstecken und wieder rausholen und abtransportieren mit dem Wagen, damit sehr, sehr gerne gespielt hat und gerade auch mit Verbrecher und so. Also das kam gut an und ist per se, ich glaube, ich sage jetzt schon zum dritten Mal, eine schöne Kombi. Also jetzt nur der Nachteil an dem Ganzen kostet 100 Euro, oder das ist der Preis, 100 Euro. Ich will es nicht immer wieder drauf rumreiten, jeder weiß, was 100 Euro sind und kann sich überlegen, ob es ihm einem wert ist, hier mit Teilepreis von deutlich über 10 Cent zu hantieren. Aber es ist ja ein normales Set natürlich auch, das heißt, es wird normal in den Handel kommen und dann ist mit 20, vielleicht sogar nachher 30% Rabatt schnell mal zu rechnen. Dann wird es interessanter. Zum Straßensystem habe ich mich ja ausführlich schon geäußert. Es bleibt bei Vor- und Nachteilen. Ich finde es schön massiv. Es hat wirklich so etwas von etwas aus einem Guss, nicht so wabbelig. Allerdings im Nachteil, man kann es nicht einfach hochnehmen und wegtragen. Es bleiben die Nachteile auch, wenn man Modular Buildings da irgendwie integrieren will. Und dass es dann vielleicht auch nicht die maximale Flexibilität ist. Es fehlen noch die Kurven. Ich glaube allerdings, da wird sicherlich auch nochmal irgendwas zu geben. Ja, ansonsten, jo. Kann ich damit nochmal sagen, vielen Dank an Lego für das Rezensionsexemplar, das mir womöglich macht, auch schon vorab, bevor es in den Läden ist, hier mal zu präsentieren. Gut, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen und hören wir uns weiter. Demnächst zwei von diesen City-Sets mit Roadplates included habe ich noch liegen. Das heißt, die werden wir uns also in nächster Zeit nochmal angucken. So, und nun gebe ich es wieder frei. Jetzt darf mein Sohn es wieder zerlegen. Ach ja, irgendwas ist ja immer nicht. Als er noch so klein war, da konnte er das noch gar nicht. Aber da hätte er wahrscheinlich einen Teil davon aufgegessen. Auch nicht gut. Tschüss.